Hi und willkommen zurück. Eine meiner liebsten Frisuren mit Haarklammer zeige ich euch jetzt. Und zwar teilt ihr dazu die Hälfte eurer Haare horizontal ab. So, und dann schnappt ihr euch eure Haarklammer nach Wahl. Ich benutze hier so eine Schmetterlingshaarklammer. Die ist für die Frisur perfekt geeignet, weil die Flügel gleich an beiden Seiten herausgucken. Und guckt euch das mal an. Und zwar fasse ich damit jetzt den Teil der Haare ein und zwirbel die unteren Haare um meine Finger herum, damit ich sie gleich sozusagen zwischen den Flügeln einmal drüber legen kann. Und genau, lege sie einmal nach oben, mache die Spange wieder auf und lege die restlichen Haare da rein und fasse diese mit der Spange zusammen. Ich hoffe, diese kleine Inspiration hat euch gefallen. Schaut auch gerne mal auf Pinterest vorbei, da bin ich auch ganz aktiv und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal.